Hallo Freunde und willkommen bei einem etwas anderen Video von mir, Rice Let's Play aka Chris. Ja, es geht um ACTA, wie ihr bereits sehen könnt. ACTA ist eine Organisation, die uns die Freiheit im Internet wegnehmen will. Das habt ihr richtig gehört. Die Freiheit im Internet. Was bedeutet das, Freiheit im Internet? Im Moment können wir uns noch frei auf Plattformen wie YouTube, Google, Facebook, Twitter bewegen. Wir haben noch Rechte dort. Wir haben unsere Meinung, unsere eigene Ideologie und können tun und posten, was wir wollen, solange es nicht gegen die Nutzer Rechte geht. Denkst du, nennt man das? Auf jeden Fall, ACTA will damit Stopp machen. Wir wollen dagegen ankämpfen. Nicht nur ich, sondern viele. Let's Player, Anonymous, Leute im Internet, normale User wie ihr, die ihr euch das gerade anschaut. Wir wollen das nicht, denn ACTA will uns das wegnehmen, was uns noch bleibt von der Freiheit, die man im Real Life nicht hat. Im Internet kann man alles tun. Man kann sich Videos ansehen, Spiele spielen, Leute kennenlernen und noch vieles anderes. Und ACTA will das alles durch einen Informationsstopp beenden. Was genau macht ACTA eigentlich? Nun, ACTA will das tun, was man in Real Life schon mehr oder weniger durchgesetzt hat. Man will Informationen begrenzen und aus jeder Informationsweitergabe ein Strafdelikt machen. Was ist damit gemeint? Nun, stellt euch vor, ihr schaut euch jetzt dieses Video hier an. Ich gebe gerade Informationen über ACTA weiter, für die ich nicht bezahlt habe. Ich bin strafbar. Und ihr auch, weil ihr es euch angesehen habt. Das klingt krass und es wird noch krasser. Sie haben tatsächlich angedeutet, dass es Gefängnisstrafen geben soll für die, die gegen ACTA oder besser gesagt die Informationen weitergeben wollen, auch, ja, für die gibt es Gefängnisstrafen. Das klingt krass und das haben die auch wirklich vor. Ein anderes Beispiel wäre fürs Real Life. Ihr geht in einen Kochkurs, ihr kennt das Beispiel bestimmt, wenn ihr euch andere ACTA-Videos angesehen habt. Denn dieses Beispiel finde ich sehr gut und ich will es auch nochmal mündlich hier wiedergeben. Ihr geht in einen Kochkurs und lernt dort, wie ihr einfach ein gutes Hähnchen braten könnt. Ihr macht das Hähnchen vor eurer Freundin oder vor euren Freunden und ihr seid strafbar. Ihr habt euch strafbar gemacht. Ihr habt ihnen gezeigt, wie ihr kocht. Sie haben es vielleicht nicht gesehen, aber ihr habt die Information, dass ihr kocht für eure Freunde, ohne dass die bezahlen. In anderen Worten, wenn ihr das Rezept eines anderen benutzt, um anderen was zu kochen, müssen sie eigentlich dafür bezahlen, damit es legal ist. Und es kommt noch besser, wenn ihr jetzt eurer Freundin oder euren Freunden zeigt, wie man dieses Hähnchen zubereitet, machen sie sich und ihr euch selbst noch mehr strafbar. Denn ihr gebt die Information weiter, für die ihr bezahlt habt. Und die Leute haben nicht bezahlt, das ist so, als würdet ihr illegal eine Mediadatei weitergeben. Das klingt paradox und man denkt sich jetzt, oh, wie sollen die das denn rausfinden? Aber das ist gar nicht so einfach, also gar nicht mal so schwer. Das Internet lässt sich eigentlich sehr leicht überwachen. Alles, was ihr tut und macht, wird auf irgendeinem Server abgespeichert. Ich weiß jetzt nicht, wo dieser Hauptserver liegt. Das weiß eigentlich, glaube ich, niemand so richtig. Auf jeden Fall, alles, was auf dem Internet passiert, ist bereits aufgezeichnet. Und auch meine Aufnahme gerade hier ist aufgezeichnet. Das ist alles irgendwo gespeichert. YouTube, Google, Facebook, alles. Und nehmen wir mal an, die Facebook Mark Zuckerberg wird jetzt anfangen, jeden Post einzeln zu filtern und auf illegale Aktionen untersuchen. Oder auf Videolinks, Bilder. Stellt euch das mal vor. Alles lässt sich locker überwachen, auch per Computer, per Makros, Programme, die sich selbst ausführen und sowas ausfindig machen. Also es geht schneller als ihr denkt und man hat euch erkannt und erwischt. Und dann gibt's Probleme. Denn wie gesagt, ACTA will Gefängnisstrafen aushängen für Raubkopieren. Und das finde ich eine Schweinerei. Einfach nur eine Schweinerei. Denn ACTA ist eigentlich ein paradoxes Programm. Eine paradoxe Kompanie. Denn die Leute, die gerade eben über ACTA diskutieren, oder auch nicht, ich weiß nicht, wie es dort hinten aussieht, aber auf jeden Fall, die Leute dort, die unterschreiben etwas, was sie selbst nicht verstehen. Denn für sie sind wir einfach nur die normalen User, die Bösen. Ja, die Leute, die laden sich Filme runter, die sind selbst schuld daran.
Ja, die Leute, die schauen sich die Let's Plays von dem guten Chris an, selbst schuld. Aber nein, diese Leute sehen uns als böse an, weil sie die Freiheit des Internets nicht selbst benutzen. Das Internet ist frei und so soll es bleiben. Warum soll man durch ACTA gestoppt werden? Wieso soll man durch Menschen gestoppt werden, die keine Ahnung davon haben? Die es unterschreiben, weil es gut klingt? Das sollte man nicht machen, das darf man einfach nicht. Das geht gegen die Menschenrechte. Ja, es geht gegen die Menschenrechte. Das ist Meinungsfreiheit raubt. Man raubt uns unserer freien Meinung. Wir dürfen uns nicht mehr frei äußern, uns auch nicht mehr frei austauschen. Wir werden regelrecht eingesperrt im Internet. Und dagegen kämpfe ich an. Ja, ich mach's öffentlich, offiziell. Ich gehe gegen ACTA. Ich bin dagegen. Und nicht nur ich, viele andere deutsche Let's Player, englische Let's Player, Firmen, Musikkünstler, Leute auf der Straße. Es sind viele gegen ACTA und viele mobilisieren sich dagegen. Und damit ihr das auch tun könnt, werde ich Links in der Videobeschreibung wiedergeben, damit ihr auch die Sache gegen ACTA unterstützen könnt. Denn ACTA ist eine Bedrohung. Eine große Bedrohung. Die wahrscheinlich größte, die das Internet und unsere freie Meinung je gesehen hat. Das Ganze, was ich hier sage, klingt sehr nach: Oha, ein Anonymous-Vertreter. Er will, dass wir alle frei und gut sind, aber ist sicher ein Hacker. Aber nein, ich bin ein normaler Internet-User wie ihr auch. Und ich will das einfach nicht. Ich will weiterhin frei meine Let's Plays machen können. Ich will weiterhin frei meine Musikvideos sehen. Ich will mich nicht strafbar machen für mein Hobby. Denn mein Hobby macht mir Spaß. Ob das jetzt das Let's Playen ist oder Videos anschauen oder einfach für meine Freunde mal. Was mache ich gerne? Ich koche gerne. Ja, ich koche gerne. Und das Beispiel mit dem Kochen, deswegen gefällt es mir auch so gut. Ich will mich nicht strafbar machen, wenn ich für meine Freunde was koche. Denn Kochen macht mir Spaß. Ja, ich bin ein Kerl, der kochen mag. Ihr könnt jetzt totlachen, ihr könnt mich auslachen, aber ich bin stolz drauf, ich koche gerne. Aber das hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun. Das hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun. Was ich einfach sagen will, geht, kämpft gegen ACTA. Stellt euch auf die Straße, gebt eure Meinung ab. Lasst euch nicht unterkriegen von ACTA. Wir dürfen das einfach nicht. Oder wollt ihr eingesperrt werden im Internet? Auf jeden Fall, ich möchte es nicht. Und ich gehe gegen ACTA. Ich kämpfe dagegen an. So. Ich denke, das reicht jetzt aber, was ACTA betrifft. Ich hoffe, das Video war informativ für euch. Denn ich bin mir sicher, einige Beispiele, die ich gegeben habe und Informationen, die ich gegeben habe, waren vielleicht nicht ganz korrekt. Ich bin auch nur ein User, wie gesagt. Ich habe mich ein wenig informiert, also schon etwas viel darüber informiert und auch Videos gesehen und ich will jetzt auch appellieren an euch. Geht gegen ACTA. Ich sage es euch, denn das Ganze ist eine Gefahr für uns. Eine große Gefahr. Aber gut, ich mache jetzt hier Stopp. Denkt euch, was ihr jetzt wollt und unterstützt. Gebt nicht auf. Kämpft gegen ACTA an. Euer Rice Let's Play AK Chris. Ciao.